So. So, wir haben eine neue SMS von Nur. Gute Arbeit, mal merken, der Sendeempfänger. So, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Die Läsionen-Offiziere kotzen mich an. Sie verraten ihr Land für ein gemütliches Leben. Sie werden büßen, wenn das hier vorbei ist. Okay. So, wir müssen... Ich schau mal eben auf die Karte, wie jetzt so... Ach, wir sind jetzt hier. Ah, ist ja interessant. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Station Sendeempfänger. Den können wir eigentlich mal... Der ist genau hinter uns. Oh, da kommt jemand. Oh. Nein, ich habe gemessert. Verdammt. Geh aus dem Weg. Gute Arbeit, Brady. Der Sendeempfänger ist irgendwo in diesem Lagerhaus. Geh dort hinein und hacke das KVA-Netzwerk. Bin schon dabei. Ich kann das Signal nutzen, um herauszufinden, wie wir am besten mit unserem Goliath kommunizieren, sobald der Einsatz bereit ist. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte. Alter, kann ich hier... Ja, sehr schön. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier... Hä? Ach, da. Habe ich glatt einfach mal übersprungen. Aua, lass das. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Na, wer erinnert sich noch? Alter, das ist dann noch... Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Zum zweiten Mal. Ich weiß es nicht. Alter. Oh, ich glaube, du hast was im Auge. Alter, die soll mich in Ruhe lassen. Das erinnert mich ein bisschen, als wäre das erste Zimmer, wo wir waren, ganz am Anfang des Spiels. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Voll geil, feiere ich ein bisschen, muss ich sagen. So, der Sendeempfänger ist ja hier, ne? Kann ich hier... Wie komme ich denn... Komme ich hier durch? Nee. Die belagern natürlich jetzt das Gebäude, aber... Hä? Wie komme ich denn... Da hinten ist der Sendeempfänger. Ich sehe ihn genau. Aber ich komme hier nicht lang. Was muss ich denn? Hä? Oder muss ich hier außen? Ah, ich glaube, ich muss hier außen durch. So. Oh Gott, das war so. Oh Gott, ich bin so dumm. Das war so dumm. Das war sowas von dumm. Alter Schwede, das war sowas von dumm. Ja, dann wollen wir nochmal. Ja, gut, dann probieren wir es nochmal. Ja, er will. Ja. Du wirst wieder wunderschön sein. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss los. Oh, ja. Also, kennen wir uns? Nee, ich glaube nicht. Mein Name ist Flex GER und ich glaube, wir haben uns noch nie gesehen im Leben. Hier ist, glaube ich, ein Radio, ne? Kann das sein? Irgendwo hier. Ich hab keine Ahnung wo. Ach, tatsächlich hier. So. Wo war denn jetzt der Sendeempfänger? Warte mal. Ich muss mal gucken, wo das jetzt hier. Da war das. Ich will das gerne machen. Ich würde gerne den Sendeempfänger machen. Versuchen, so gut es geht, unentdeckt natürlich jetzt zu bleiben, weil ich möchte ja nicht hier, ja, du verstehst schon, ne? Dass hier wieder Terz und Terror ausbricht. Oh, guck mal hier, eine Plantage. Da ist eine Kamera. Ah, hier, guck mal, warte mal. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? Können wir ja mal machen. Da ist auch eine Kamera. Geil, dass sie ist. Alter Schwede. Also sie haben sich mir echt Mühe gegeben, auch mit den einzelnen Gebieten, dass sie auch anders aussehen, so von der Dings her, dass hier auch zum Beispiel, Alter, die arbeiten hier. Huch. Lässt sie einfach mal die... Alles okay?
Ja, ja. Sieht etwas seltsam aus. Ja, du auch. Du hast mal die Schaufel einfach mal fallen lassen. Ich hab gedacht, was machst du denn jetzt da? Komm ich hier einfach raus? Oh, die Kamera. Das war knapp mit der Kamera. Da kommen wir hier. Und hier ist wieder ein Empfänger, so ein... Ach nee, das Ding hier. Boah, das sieht schon geil aus. Ganz ehrlich, das sieht mega aus. Voll geil. So, ich werde natürlich jetzt erstmal... So. Hier ist ein Bettler. Können wir hier was... Ich flehe dich an, hilf mir. Aber natürlich. Oh Gott, danke. Hey. Aber geht ja auch was zu essen, Null, ne? Ein typisches Beförderungspaket besteht aus erweiterter Ration, Auswahl und schon kann sie laufen. So, wir müssen hier hoch diesmal. Ja, klar. Besetzung oder nicht, ich bin immer noch mein eigener Boss. Was brauchst du, Mann? Ich kann's dir besorgen. Nee, lass mal. Ich, was hat der gerade gesagt? Der kann's mir besorgen? Nee, lass mal. Ich besorge es mir selber. Also, ich meine, Sachen zu besorgen. Nee, ist es so. Ich habe sie erwartet, Miss Bond. So. Ich komme da einfach nicht drüber weg, schuldigt bitte. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie kommen wir denn jetzt da... Kommen wir denn... Achso, außenrum war das, ne? Genau. Und ich habe den Sprung ja verkackt, ne? Ist das denn richtig, dass ich hier springen muss, oder muss ich... Ach nee, jetzt sehe ich das erstmal. Ich brauche wieder so ein Dingen hier. Damit die Plattform da oben fährt. Es gab eine schwierige Störung. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind jetzt gucken unterwegs. Wir mal. Mal jeden Sendeempfänger mal eben schnell hacken. So, warte. Sendeempfänger. Aussichtsposten eingerichtet. Ja, ja, nur nicht zu wenig. Nur nicht zu wenig. Wir sind ja noch total unterfordert hier in dem Spiel. Was Nebenmission angeht. Ich möchte aber trotzdem jetzt mit ein bisschen mehr Zugriff auf das KVA-Netzwerk in Ashgate werden wir ihre Bewegungen und Aktivitäten besser verstehen. So sollten wir uns wesentlich freier bewegen. Hör zu, wir können keinen kaputten Goliath benutzen. Wir brauchen etwas, auf das wir uns verlassen können, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und das nicht scheiße bis zum Hals steht. Wir brauchen einen brandneuen, verstanden? Riskiert nicht euer Leben bei dem Versuch, einen zu finden und zu deaktivieren. Erstens habe ich noch eine Frage, wieso schwebt sie in der Luft und wieso brennt hier irgendwie der Boden? Aber egal, ich versuche mal hier... Okay, das hat geklappt. Wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber egal. So. Dann schauen wir mal. Ich schau mal auf die Karte mal eben schnell. Alter, wie viel Radius hier sind, ne? Krass. Ich würde gerne mal wissen... Alter, boah, wie lange wir dafür bräuchten, auch die ganzen Sendeempfänger hier. 15 Stück, 10 Radios. Ich überlege gerade... ob wir jetzt... echt mal erstmal... ob wir jetzt Story-Mission machen oder wieder so Nebenquest.
Bis jetzt hat auch gar noch keiner großartig unter die Kommentare geschrieben. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Aber dafür gucken echt viele Homefront, muss ich sagen. Also für mich sind 5 Leute zum Beispiel sehr, sehr viele oder 6 sind echt viele. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wow. Weil, ich bin kein großer YouTuber und noch kein großer Streamer, aber für mich ist das... Sehr gut, Brady. Für mich ist das so viel. Brady, langsam schlägst du Wellen im Distrikt. Es werden immer mehr Leute rekrutiert. Ja, natürlich. So. Weiter so, Brady. So kommen noch mehr Leute auf unsere Seite. Na klar. Weil ich würde gerne wissen, ob ihr in den Kommentaren, wenn ihr in den Kommentaren schreiben würdet, ob ihr lieber Nebenmissionen sehen möchtet. Also mehr Nebenmissionen, ob wir das so weiterführen wie sonst immer oder ob wir Hauptmissionen machen. Würde mich auch mal brennend interessieren. Entschuldigung? Ist der nackt? Nein, ne? Befreie die Gefangenen. Aber da ist eine Kamera. Das ist schlecht. Kann ich die Kamera denn stören mit dem Hacking-Tool? Ich habe aber keine Batterie. Nein! Das ist schlecht. Ich kann die leider nicht befreien. Es tut mir leid. Weil es würde sofort... Warte mal, geht das, wenn ich den einfach so erschieße? Scheiße! Das habe ich mir gedacht. Ich muss weg hier. Ciao. So kommen noch mehr Leute auf unsere Seite. Aber ich habe sie anscheinend doch befreit. So dürfte mich eigentlich die Kamera nicht sehen. Eigentlich. Boah, krass, was eine miese Gasse hier. Ich muss los. Oh, da lief einer hinter mir. Oh. Pass auf dich auf. Hallo, mein Freund. So, dann gucken wir nochmal. So. Hallo, Jungs. Na, wie schaut aus? Habt ihr ein paar Bomben für mich oder so? Ein paar Hacking-Werkzeuge? Ich könnte gut was gebrauchen. Das... Was war der denn da? Ach, der füllt sich gerade eine Molly ein. Mr. Molotov. Press here. Was? If shit is then fan. Sehr geil. Machst du die... Dankeschön. Sehr aufmerksam. Hallo, mein Freund. Hey! Brady, richtig? Ja, genau. Ich bin Wiley. Hi, Wiley. Parrish hat schon angerufen und gesagt, du würdest mit einem Goliath-Gehirn vorbeikommen. Mhm. Keine Ahnung, wo zum Teufel du es her hast. Heather ist unsere Expertin, wenn es um technische Dinge geht. Sie ist unterwegs. Aber gib mir das Gehirn. Ich bereite es für sie vor. Warte hier, bin gleich zurück. Was zur Hölle geht dort oben vor sich? Ich habe keine Ahnung. Nips, öffne ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ach, Scheiße. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das war's. Ich werde sterben. Keine Zeit ist schlimmer. Wir haben es bis hierher geschafft. Spencer, er wurde von einer Gewehrkugel getroffen aus nächster Nähe. Ich brauche mehr Licht. Okay, sehen wir uns das mal an. Wie ist das passiert? Ein verdammter Nork ist aus dem Nichts aufgetaucht. Ohne ihre GPS-Daten sind wir blind. Ich brauche einen Verband. Na los, mach Leute, schon. Leute, geht einen Schritt zurück. Spencer wird sich darum kümmern. Drück einfach weiter drauf. Hey Joe, das ist Ketamin. Du wirst dich ein bisschen seltsam fühlen. Okay. Geschafft. Ich glaube, er wird wieder. Ich wusste es. Man muss Joe schon einen Pfahl durchs Herz treiben, um ihn zu töten. Heather, dieser Brady ist hier, um dich zu sehen. Parrish schickt ihn, weißt du noch? Hey, du bist Brady. Ich bin Heather. Entschuldige. Also, Parrish hat dich mit diesem Goliath-Gehirn hergeschickt, damit ich es mir ansehe. Klingt interessant. Sehen wir es uns an. Okay.
Ja, und ja. Das ist ein ziemlich kompliziertes Ding. Das ist eine Kiste. Ich gebe das nur ungern zu, aber das zu modifizieren wird eine Herausforderung. Ich muss mir das an etwas weniger Komplexem ansehen. Joe liegt hier angeschossen und du willst dich ein wenig im Basteln üben? Hey, glaubst du, ich würde das nicht spüren? Spence meint, er käme durch. Wir müssen weitermachen. Ja, ja. Okay, Brady, ich brauche deine Hilfe. Ich will ein Seeker-Gehirn. Es sollte dem Goliath-Gehirn ähnlich genug sein, damit ich an ihm experimentieren kann, bevor ich mich an das echte Ding wage. Unsere Läden gehören dir. Nimm dir, was du brauchst. Hey, komm schon, Heather. Lass Parrish seine eigenen Leute versorgen. Ist schon okay, Wiley. Das ist wichtig. Pass auf, Heather. Wir haben ohnehin nicht mehr viel und du verschenkst auch noch den Rest. Ich weiß, aber wir müssen zusammenarbeiten. Keine Angst, wir organisieren noch einen Überfall, okay? Dann füllen wir unsere Vorräte so gut es geht auf. Wozu brauchen wir einen Quartiermeister, wenn wir keine Sachen haben? Ohne dich können wir gar nichts unternehmen, Wiley. Keine Angst, wir kriegen das hin. Okay. Ich muss mir dieses Gehirn näher ansehen. Okay. Du kannst dich darüber ärgern, so viel du willst. Aber deshalb wird es nicht schneller gehen. Hm. Mein Freund der Seeker. Finde patrouillierende Seeker, zerstöre sie und plündere Ersatzteile. Oder Einzelteile. Machst du mir die Tür wieder auf, oder wie ist das, oder? Hey, bleib locker. Ja, ich bleib ja locker. Wow. Ich glaube, der hat die Tür gerade zugemacht, wo wir vorbeigelaufen sind. Jetzt muss er sie nochmal aufmachen. Ist mir egal. Ich bin Brady. Also. So, ja, gucken wir mal. Hey, Freund. Ich werde meine Augen auf. Dann gucken wir mal, wo wir die Seeker finden. Wir müssen die ja ausschalten, die Seeker, um die Einzelteile zu bekommen. Das wird, glaube ich, hier in der Gegend nicht einfach, weil wir natürlich hier stets unter Beobachtung stehen. Das mache ich mal eben. Hoi! Die schon wieder. Manchmal ist sie am Kämpfen, manchmal läuft sie hier rum. Wo kommen die jetzt alle her? Gelbe Zone von Ashgate. Möchtest du etwas Gesellschaft? Nee, ich geh lieber nach Hause, Mädchen. In der Nähe gewohnt. Sieh nach, ob du sein Apartment finden kannst. Darin könnten sich wertvolle Informationen befinden, die wir gegen die Orks verwenden können. Komme ich hier durch? Hier ist ein Schloss, glaube ich, ne? Kann ich hier... Aha. Ah, guck mal einen an. Toll. Ich habe gerade Leitplanke gelesen, aber da steht Leiterplatte, stand da gerade. Leitplanke. In so einer kleinen Mikrowelle natürlich eine Leitplanke. Flex, du bist super, du bist echt mega. So, ich glaube, wir kommen hier durch. Hallo? So, drücke zum Klettern. Lalalala. So. Contenance, Contenance. Wo muss ich denn... Ja, hier liegt immer so viel Müll herum. Ich weiß auch gar nicht warum. Das ist, ja. So. Apartment des Journalisten. Was geht, Mann? Die Informationen, die der Journalist über die KVA sammeln konnte, waren gelinde gesagt verstörend. Ich schicke ein Team, um die Daten weiter zu analysieren. Wir werden dieses Land wiederbeleben. Wir konnten bisher nur an der Oberfläche dessen kratzen, was er gefunden hat. Wir müssen die Mission nach Manhattan schaffen. Jemand soll das weitersagen und die Kisten vorbereiten. Shelly Alpha, bitte kommen. Shelly Alpha hier. Bitte fortfahren. Die
diese Suche nach einem Goliath-Schütze nicht. Willst du mir was sagen? Wir haben einfach keinen Zugriff auf die Gebiete, an denen sie die Norks möglicherweise aufbewahren. Verstehe. Parrish spricht mit einer Insider-Kontaktperson. Ich hoffe, sie hat ein paar nützliche Informationen. Willst du mir was sagen? Nee, ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass du hässlich in der Ecke stehst und wirst von einem Graffiti... Fordere dein Glück nicht heraus, Junge. Graffiti angezielt mit einer Pistole in der Hand. Da ist es gerade sehr dunkel. Testest du absichtlich meine Geduld? Ja, ich mach's absichtlich. Ich quatsche gerade mit den Zuschauern und du sollst einfach mal deine Schnauze halten. So, Verbrauchsartikel. Ich kaufe mal nochmal ein paar Batterien. Wir haben's ja. So. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es weh tut. Wenn man so dumm ist und so hohl ist wie du, dann ist das ganz normal. So, davon baue ich nochmal zwei. Ich baue von den Bomben auch nochmal zwei. Wenn man daraus eine Waffe machen kann, dann kriegen wir das hin. Ja, ich kann mir daraus eine Waffe bauen. Du ja wahrscheinlich. Brady, hätten wir eine Armee aus Leuten wie dir, hätten wir den Krieg bereits gewonnen. Ja. Sehr nett von ihm. Wir müssen... Wie war das nochmal? Achso, wir müssen... Genau, diese Drohne müssen wir ja erledigen. Das heißt, wir müssen erstmal so Drohnen erwischen. Ich nehme mal den Sniper. Huch! Wie der auf einmal aufgesprungen ist, habe ich mich jetzt erschrocken. Boah, so wie bei The Order. Bei The Order war das auch so gewesen. Bei The Order auf einmal die Tante da im Saloon, wie die auf einmal auftaucht. Plop, plop. Ich glaube, hier drin ist irgendwas. Wie komme ich denn? Komme ich hier hoch? Ich versuche mal hier vielleicht das Radio drin? Ah, hier ist das Radio und hier sind auch die Kisten. Oh, geil! Sprengstoff und Tralala und alles, was wir schon haben. Super. Weißt du, wenn du das mal gebrauchen kannst, dann kriegst du es nicht. Und einen neuen Tagebucheintrag von Brief an Marsha. Liebe Marsha, als die Nordkoreaner vor 4 Jahren in San Francisco einmarschierten, hatte jeder eine Wahl. Wir werden entweder von unwirksamen, korrupten Politikern regiert und leben unsere restliche Zeit im Elend. Oder wir greifen nach Pyongyangs ausgestreckter Hand und helfen uns zurück auf die Beine. Für mich war die Entscheidung klar. Sie hatten die Technologie, das Kapital und den nationalen Willen, Großes zu leisten. Apex-Technologie war bereits ein Teil unseres Lebens. Also warum sollten wir ihn, Friedenswächter, in schwierigen Zeiten abweisen? Ich glaube nicht, dass unsere Flaggen zufällig die Sterne und Streifen in Rot, Weiß und Blau gemeinsam haben. Sie sind die Nation, die wir hätten werden können. Ich wurde Laesion-Offizier, weil ich glaubte. Und ich wurde für meinen Glauben belohnt. Wenn du mich anspuckst und mich ein Kollaborator nennst, dann solltest du eins nie vergessen. Ich bin ein Patriot. Es war dennoch nett, dich zu sehen. Du siehst gut aus.